Yes. Okay. Oh. Schreitet in Tugend. Sebastian, ja auch noch einer? Oder ist das von oben? Keine Ahnung. Neville Malvine. Willkommen in Vivekwinder. Ich bin sicher, dass ihr einige Fragen habt. Was möchtet ihr wissen? Teilen ist gut, Winder. Ich teile gerne. Ich bin Neville Malvine, Pilger und Akolyt derer, die man oft einfach Tempel nennt. Okay. Ich mag diese Musik. Ich muss es zugeben, ich habe jetzt die ganze Zeit, während ich jetzt gesummt habe, einfach irgendwie Augen, trotz Augen offen, Augen zugemacht, also die geistigen Augen zu. Ich habe gar keine Ahnung mehr, was ich gemacht habe. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da irgendwas Neues dabei war. Sondern in meinem Geist, vor meinem geistigen Auge habe ich tatsächlich nur noch diese, das Lied gesehen. Also ich habe das Lied tatsächlich gesehen. Vor meinem geistigen Auge. Ich will jetzt beschreiben, wie man das macht. Vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn ihr, dass ihr so viel Fantasie habt, dass ihr euch etwas vorstellen könnt. Auch wenn man es nicht sehen kann. Ich hoffe, ihr habt das. Wenn nicht, tut es mir wirklich leid für euch. Naja, also die Kanoniker-Quartiere haben wir jetzt auch durch. Dann würde ich da gerne rein. Und da werde ich vorher speichern. Oder hoffen, dass die Wachuhr da vorne uns nicht sieht. So, mal sehen. Ich brauche einen Dietrich. Und ich glaube, ein Unsichtbarkeitszauber kann auch nicht schaden, damit sie uns zumindest anfangs nicht sieht. Und sie sieht uns tatsächlich auch so nicht. Aufgebraucht, aber auch aufgeschlossen. Oh, hier ist keiner. Gewöhnliches Gewand. Levitation brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Ist da vielleicht was dahinter? Nö. Der Pfad des Pilgers. Ich glaube, den haben wir schon gelesen. Da ist nichts. Zweimal Skattel. Viermal Skattel. Zweimal Hexenblatt. Vielleicht irgendwo was versteckt. Nein. Oh, eine Glaslaterne. Jetzt ist plötzlich ein bisschen dunkel. Das ist gewöhnlich. Flaschen, Flaschen. Schüssel. Kerze. Jetzt ist plötzlich viel dunkler. Okay. Ja, das war's. So, dann geht es hier noch weiter. Wo geht es hier hin? Hoher Tempelschloss 50? Ach komm, hier ist gerade keiner. Das öffnen wir. Und wenn uns alle Dietriche aufgehen, dann haben wir immer noch die Zauber, um es zu öffnen. Haha. Na, komm schon. Der Dietrich ist tatsächlich fast weg. Obwohl die Ausdauer voll ist. Boah, das Schloss hat einen ganzen Dietrich gefressen. Ah. Hoher Tempel. Wo komme ich hier hin? Wie ich sehe, gefällt euch dieses Land. Wir heißen euch herzlich willkommen. Okay. Es ist ein Segen für mich, euch dienen zu dürfen. Ja, finde ich schön. Dann hätten wir das. Wow. Dann gehen wir jetzt in die Hallen der Gerechtigkeit. Die müssten, glaube ich, hier rechts sein. Yep. Halt! Ach, warte mal. Die Kanalisation müssten wir von hier aus, von den Hallen der Gerechtigkeit, aber auch betreten können. Ja, okay. Passt. Bleiben wir erstmal hier unten. Oder wo geht es hier hin? Gesetzeshallen. Und wo geht es dahin?
Gesetzeshallen, okay. Das ist ein Ordinator, der uns freundlicherweise aus dem Weg geht. Da sind wieder die Kanäle. Hier geht es raus. Unterkünfte der Ordinatoren. Ich glaube, da möchte ich auch gleich reingehen. Aber ich glaube, ich werde hier nichts stehlen. Radini Lalu. Ja, was kann ich für euch tun? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich möchte erstmal die ganzen indorischen Sachen ablegen. Nicht, dass es heißt, dass es gestohlen. So, Orkem. Okay, Speicher, nur zur Sicherheit. Nicht, dass es heißt, wir dürfen es nicht im Inventar haben. Mit einer solchen Ausrüstung scheint es euch sehr gut zu gehen. Kann ich euch helfen? Okay, es geht. Teil ist gut, Winner. Ich teile gerne. Wow, auf 100 mit einmal. Das finde ich sehr schön. Ich bin Radine Lalu, Ordinator und Adept derer, die man oft einfach Tempel nennt. Okay. Hat die irgendwas Neues? Was? Man würde meinen, sie sei taktvoller, wenn man bedenkt, dass der Herzog ihr Vater ist. Aber Elmeni Drehn ist eine willensstarke junge Frau und sie verdammt die Sklaverei leidenschaftlich. Der Reichtum und Einfluss ihrer Familie bedeutet ihr nichts. Sie ist stolz darauf, in einem armen Viertel der heiligen Delin-Wohninsel zu leben. Und es macht ihr nichts aus, mit bekannten Anhängern der Antisklavereibewegung, wie diesem Buchhändler Yubashat, gesehen zu werden. Das haben wir aber, glaube ich, auch schon mal gelesen. Okay. Die hat nicht viel, das ist schön. Gesetz. Ihr reicht die Gesetzeshallen über die Halle der Gerechtigkeit hier in Vivek. Ja. Ach nee, wir sind ja gar nicht in den Gesetzeshallen. Wir sind ja in den Unterkünften. Ich dachte jetzt, wir sind doch gerade in den Gesetzeshallen. Lalupzirkur Tempel. Die hat mir doch gerade selbst davon. Ich habe den Namen schon mal gehört. Sie hat mir doch selbst davon gerade eben erzählt. Oder? Naja, egal. Okay. Dann haben wir die auch gleich durch. Ich dachte eigentlich nicht, dass wir hier jemanden haben zum Reden. Ich dachte, hier wären tatsächlich nur lauter Ordinatoren. Und dann ist da plötzlich eine Ordinatorin, die wir mit privat ansprechen können. Nicht als Ordinatorin, sondern Halle der Gerechtigkeit. Sondern als die Privatperson, die sie ist. Hier ist keiner. Wir hatten sowieso vorher gespeichert. Schrank. Teuer, teuer, teuer. Möchte ich gar nicht. Kommode. Teuer, 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 teuer. Möchte ich gar nicht. Schloss 10. Teuer in... Oh! Die nehmen wir mit als Ersatz. Halle der Gerechtigkeit. Okay. Willkommen. Seid ihr es wirklich? Ich glaube, ich habe schon sehr lange keinen Taschendiebstahl mehr gemacht, oder? Ich weiß aber auch gar nicht, ob ich das jetzt möchte. Hihi. Teure Hose. Schulterplatten. Und Helm. Wir haben den Helm. 99. Und Orkheimer nur 66. Ja. Da kommt der weg. So, und jetzt brauche ich aber den Dohlenfederring. Damit ich mich noch bewegen kann. Nalmila Telas. Bitte, fahrt fort. Ich höre euch zu. Halt die Gerechtigkeit. Okay. Aber vorher wird's gespeichert. Nutzsicherheit. Mit der können wir auch privat reden. Das finde ich irgendwie komisch. Es ist gar nicht so übel, wenn man es erst einmal kennenlernen will. Was sucht ihr denn in Vivek? Teilen ist gut, Winder. Ich teile gerne. Ich bin Nalmila Telas, Kreuzritter und Geweihter derer, die man oft einfach Tempel nennt. Okay. Eine Kreuzritterin. Nicht schlecht. Aber sonst auch wieder nichts Neues.
Nein, nichts Neues. Ach ja. Aber da vorne gab es noch einen Gang, den ich jetzt entlang gehen möchte. Ich spüre es. Wandelt voller Tugend. Das wird irgendwie noch mehr. Hier ist aber keiner. Kommt mit. Das kommt mit. Das kommt mit. Teure Schuhe, die kommen auch mit. Noch ein Helm! Okay. Dann reden wir jetzt mit der da. Ja, was kann ich für euch tun? I'm Sibi Winder. Ich bin Nidini Tinim. Macht euch keine Gedanken, Winder. Mühig ist selbst für uns, die wir hier leben, manchmal verwirrend. Sucht ihr einen bestimmten Ort oder jemanden bestimmten? Teilen ist gut, Winder. Ich teile gerne. Ich bin Nidini Tinim. Hexenjäger und Geweihter derer, die man oft einfach Tempel nennt. Eine Hexenjägerin, ah ja. So, und der Rest vermute ich wieder bekannt. Ich liebe diese Musikstücke. Das kann ich gar nicht oft genug sagen. Okay. Dann die andere Seite. Das ist ein normaler Ordinator. Wie kann ich euch helfen? Du kannst mir nicht helfen. Ja, was kann ich für euch tun? Nirvana Viralas. Okay. Willkommen in Wiebegwinder. Ich bin Nirvana Viralas. Sucht ihr hier in der heiligen Stadt irgendwelche Dienste? Vielleicht kann ich euch helfen. Teilen ist gut, Winder. Ich teile gerne. Ich bin Nirvana Viralas, Kreuzritter und Geweihter derer, die man oft einfach Tempel nennt. Okay, ich glaube, dann hätten wir das hier auch durch. Dann möchte ich mich jetzt nach Pelagia zurück teleportieren. Rückkehr. Wir sind sowieso schon die ganze Zeit überlastet, also egal. Ring der... Nein, nicht Ring der Geschichte, Dolenfederring. So. Ja, legen wir erstmal hier die Sachen ab. So, wir haben Hexelblatt, kleines Kramerei, Krabbenfleisch, Skatte und Skript Trockenfleisch. Die Leichen liegen ja immer noch da. Haben wir Seelensteine? Keine befüllten. Legen wir mal den da an. Und dann hier auch das da und das da. Den Schild. Brustharnisch. Stiefel. Zack und zack. Doch zweimal das gleiche. Ach, die einen sind schon beschädigt. Die Beschädigten sind wahrscheinlich unsere. Die Beschädigten sind unsere.
Und einen Helm haben wir jetzt. Dann können wir den hier verkaufen. Der Rest kommt hierhin. Hierhin oder in die Kommode? Oh, ich habe hier schon dunkle Bruderschaft. Ah, okay. Ja, dann kommt der Rest hoch in die Kommode. So, Stiefel auch. Ein Helm und nochmal einen Armschutz. Dann passt das. Ich brauche einen Pfeil. Einen blauen Pfeil. Aber ich glaube, wir haben gar keine blauen Pfeile mehr, oder? Genau, wir haben keine blauen Pfeile mehr. Der wird verkauft. Tränke habe ich, glaube ich, keine neuen. Wir können beim Verkaufen ja dann nochmal nachsehen. Und hier Bücher habe ich. Gut, Freund. Eine Ehre, das ist. Das hier, ich glaube, das haben wir alles geschenkt bekommen. Benitas vier Verehrer. Kurze Geschichte Morrowinds. Okay. Und hier nochmal Stille. Dann haben wir ein paar Leuchtmittel zu viel. Haben wir mal die Glaslaternen weg. Und die Papierlaterne auch. Da haben wir noch drei, das passt. Wir haben einen kleinen Seelenstein zu viel. Einen unbedeutenden Seelenstein zu viel. Und ich brauche zwei Dietriche. So. Dann haben wir das. Ich glaube, das war's. 299 Kilo wiegen wir nur noch. Und der Helm wird ja noch verkauft. Der wiegt 4,4, der hier wiegt 4,5. Also 0,1 mehr. Naja, schade. Egal. Reparieren wir.